Hallo Leute, ich bin's wieder, Bowser-Legende. Willkommen zu Let's Play Mario Party. Das letzte Mal haben wir Luigi sein Spielfeld betreten und damit sozusagen das vorletzte Minispielbrett. Was heißt das vorletzte? Vielleicht gibt's ja noch mehr. Aber egal, wir haben die Party begonnen und das ist leider eine schwarze Party. Das bedeutet, wir haben in dieser Party nicht so viel Glück wie in der letzten. Okay, Mario bekommt die Chance auf seinen zweiten Stern, wenn er das Minispiel oder das nächste gewinnt. Er hat sozusagen eine doppelte Gewinnerchance. Oh ja, wie ich es liebe zu Let's Playen, Mann. Ich höre damit nie wieder auf. Ich will nicht. Ich höre damit nicht auf, wirklich. Eigentlich war ich gestern Abend total deprimiert, weil FC Bayern verloren hat, weil ihr müsst wissen, ich bin wirklich großer FC Bayern Fan und ja, also ich bin halt nicht so ein Kranker, der überall T-Shirts, nur Tassen und alles mögliche geschmückt hat mit seinen FC Bayern Dings da. Nee, aber ich bin trotzdem halt Fan von ihnen. Aber es ist trotzdem traurig, dass sie gestern Abend verloren haben. Vor allem im Elfmeterschießen auch noch. Und Mario hat gerade genauso verloren. Aber naja, was soll's, Leute. Bald kommt die Europameisterschaft, findet in Polen und Ukraine statt. Und dafür sind wir gerüstet. Das erste Spiel ist, glaube ich, gegen Portugal, wenn ich mich nicht irre. Ja, gegen Portugal und am 9. Juni. Also ich muss nochmal nachschauen, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Das wird richtig lustig. Eis! Da steht Betreten verboten. Nur mal so. Okay. Und Luigi darf jetzt klauen. Es ist wirklich eine schwarze Party und sogar richtig zum Heulen. Kretterradl! Nein, 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 du nimmst mir nicht mehr weg wie 10. 9 Stück, naja, okay. Geht gerade so noch. Naja, Leute, ich sag nur, selbst wenn wir die Party verlieren sollten, unser Gewinn wird trotzdem eingezahlt. Deswegen könnte ich mich auch gar nicht beschweren. Jetzt habe ich aber nur eine Sache vergessen, und zwar die Speicheroption nach jeder Runde einzustellen. Okay, 8. Oh nein, ich habe keinen Stern. So, ich überlege mir jetzt wirklich, ob ich nächste Runde nicht doch einen klaue. Weil das sieht hier wirklich heikel aus langsam. Glühbirnen-Tanz, komm schon. Nee, Boxenhaufen, Wahnsinn. Also wenn Mario sich jetzt einen Stern krallt, muss ich wirklich einen klauen. So leid es mir dann um den Münzstern tut, aber es ist ja erst die 13. Runde. Oh, und der Boxhaufen bekommt anscheinend immer eine andere Form, habe ich so das Gefühl. Ah, die haben mir gehört. Ich habe sie weggenommen. Okay. Diesmal haben wir wieder alle bekommen und das Minispiel ging verdammt schnell. Okay. Alles klar, Mario wird sich jetzt seinen zweiten Stern holen. Ist in Ordnung. Okay. Macht nichts. Dann klauen wir halt jetzt einen. Peach wird auch klauen, wie ich sie kenne. Stimmt eigentlich, die wird mit Sicherheit auch klauen. Aber nicht von mir, ich bin auf dem 3. Platz. Okay, Toad, wo bist du als nächstes? Ich hoffe mal an einer gut versteckten... Och nee, jetzt komm! Direkt vor Peachs Füßen. Na toll. Und sie ist auch noch vor mir dran. Seht ihr, das sind die Nachteile, die man hat, wenn man letzter ist. Mann, wie ich das hasse, hey. Na toll, auch noch eine 2. Ach komm. Tja, somit holt sich Peach jetzt auch noch einen Stern. Das ist eine sehr heftige und spannende, ich muss wirklich sagen, spannende Party. Jetzt ist es wirklich heftig, weil ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Peach wird nächste Runde von mir klauen, weil ich dann auf dem 1. Platz bin. Deswegen werden wir anscheinend wohl doch keinen Stern klauen können.
Damit machen wir nur großen Verlust. Dann will Peach halt klauen und was soll ich machen? Ich hätte sagen, ausgeschissen. Mit dem Stehlen wird nichts. Man muss halt philosophisch denken. Oder kreativ sein. Okay, bewegt werden sollen sie schon mal nicht. Okay, passt ja. Und die Türen öffnen und schließen sich wieder. Okay, also aus dem Sterndiebstahl wird jetzt erstmal nichts, leider. Dafür aber nächste Runde. Oder vielleicht ein andermal. Bleibe ich halt eine Zeit lang auf dem letzten Platz. Das muss ja auch vorkommen, sonst ist es doch todlangweilig. Okay, was kommt, was kommt? Piranha-Verfolgung. Oh yeah. Hätte mich so auf Chaos-Bowling gefreut. Okay, jetzt werde ich euch zeigen, wie man den richtigen Skatermeister macht. Im realen Leben bin ich kein Skater. Ich bin ein Zocker. Deswegen fühle ich mich auch ends wohl, wenn ich in ein GameStop gehe, weil ich weiß, da treffe ich auf mehrere Leute von meiner Spezies. Sorry, ich bin halt eben lieber Zocker anstatt Skater oder sowas. Aber es ist halt nicht so, dass ich keinen Sport mag oder überhaupt... Natürlich mache ich Sport, ich mache Heimfitness und... Ja, in der Schule spielen wir hauptsächlich Fußball. Also ohne Sport geht das Leben echt nicht. Aber sorry Leute, aber so ist es einfach. Ohne Sport geht gar nichts. Gut so. Machst du gut, Yoshi. Okay. Im Grunde steuere ich das ja, aber ich lobe lieber meinen Spielcharakter. Und ab. Und noch eins. Und noch eins. Und gewonnen. Money, money. Okay. Super duper. Mein Geld. Und Peach kann immer noch klauen. Oh je. Jetzt bin ich gespannt, was diese Runde bringt. Und ich bin gespannt, von wem wird Mario klauen. Also ich wette mit Sicherheit entweder von Luigi oder von mir. Weise Entscheidung, Mario. Mich mal in Ruhe zu lassen. Acht Stück. Wie fühlt ihr die 15. schon? Ich dachte, das wäre es die 14. Also die Party geht schnell, Leute. Macht ja nichts. Je schneller, desto besser. Aber der Spaß darf nicht ausbleiben. So. Von wem wird Peach jetzt klauen? Sterne stehlen. Ich dachte, sie will von mir klauen. Alter, ich bin erleichtert. Okay, Leute, anscheinend wurde es doch was mit dem Stehlen. Da bin ich etwas froh. Jetzt muss ich nur schauen, was Luigi gedenkt zu tun. Hoffentlich nicht auch noch nächste Runde zu klauen. Sonst bin ich dran. Okay, wir stehlen. Ich bin gemein von Peach. So. Her damit. Jetzt haben wir zwar 50 Münzen für einen Sterndiebstahl ausgegeben, aber... Naja, was soll's. Hey, ich bin die 10. Person, oder? Herzlichen Glückwunsch, da du die 10. Person bist, die hier vorbeikommt, erhältst du einen Bonus von 20 Münzen. Hey, das ist ja spitze, da kommen unsere Münzen ja schneller zurück als geplant. Und ich mache natürlich ein Einplayer-Game. Pflanzen hüpfen, komm! Oh je, einarmiger Bandit. Das könnte schwierig werden. Es kann sein, dass ich jetzt nicht reden werde, weil das ist wirklich ein Minispiel, wo braucht man seine Konzentration. Die braucht man da wirklich. Mit ein paar Grafikfehlern geht es los. Und warum schauen sie mir überhaupt zu, wie ich ein Casino-Game spiele? Billige Leute.
Okay, die will ich haben. Passt. Ja! Boah, jetzt kommt Geld raus. Das ist der beste Gewinn. Das ist wirklich ein Gewinn. 20 Münzen gibt es da zu gewinnen bei Einarmiger Bandit. So, gut, jetzt müssen wir gegen Luigi gewinnen, sonst wird er nächste Runde klauen. Okay, jetzt hängt's vom Glück ab. Ich hoffe es mal. Sonst wird er stehlen. Okay. Ich hab's irgendwie gerochen. Ich hab nicht die feinste Nase, aber sowas entgeht mir nicht. Tja, Pech für dich, Luigi. Zwar kein Geld für mich, Leute, aber dafür... Finish! Kein Diebstahl für Luigi. Okay. Und wir stehen weiterhin auf dem ersten Platz. Oh, die finalen 5 brechen an. Wir wissen, was du sagst, Koopa. Wir wissen auch, welche Auswirkungen. Bla, bla, bla. First Yoshi, Second Mario, Third Luigi, Last Peach. Er glaubt, dass Peach gewinnen wird. Er ist nach wie vor ein dummer Vogel. Und wir wissen auch die Auswirkungen. Auf Wiedersehen, Koopa. Okay, die letzten 5 Runden, sie brechen an. Eieiei, das wird schwierig. Und da verliert sie auch ein paar Münzen. Okay, Luigi. Du wirst Münzen klauen können, aber leider keinen Stern. Tja. Aber der Münzdiebstahl ist schon ein guter Einfall von Nintendo. Boah, 13 Stück, so ein blöder Esel. Das kriegt er vom Koopa auch noch geschenkt. Wo geht er lang? Ah ja. Okay, jetzt bin ich dran. 6. Nein, ich brauche keine Bewegungen für die Türen. Okay, 4-Player-Game. Was kommt? Ja, Glühbirnen-Tanz. Zum Glück nicht Hammerwerfen. Hammerwerfen mag ich nicht. Da hängt der Emulator immer so. Und Peach hat dieses Mal die Glühbirne. Zum Glück habe ich Wario nicht mitgenommen. Ihr wisst, was er mir letztes Mal versaut hat. Und da bin ich immer noch stinksauer auf ihn. Deswegen habe ich ihn auch nicht mitgenommen. So, weg mit euch. Und weg mit dir, blöder Buhu. Okay, Moment. So, ich helfe Peach hier an der Front. Okay, das passt. Verteidigt hinten, ich verteidige vorne. Ah, ich bin verflucht. Okay, jetzt habe ich die Glühbirne. Oh oh, Luigi. Okay, er konnte sich retten. Oh oh, jetzt hängt's von mir ab. Okay, los. Peach, renn vor. Renn zum Loft. Oder wie sich das Teil auch nennt. Nein, nein, jetzt macht sie den gleichen Fehler. Jetzt macht sie den gleichen Fehler. Ich mag's nicht. Ach Gott, jetzt hat Peach denselben Fehler gemacht. Naja, die sind's nicht wert, dass ich mich darüber noch einmal so aufrege. Draufgeschissen. Letzten 4 Runden. Sie brechen an. Vielleicht beenden wir die Party in diesem Part schon. Er drückt auf Chance Time. Es ist Zeit, einen Safe State zu setzen, Leute. Oder nee, braucht man nicht. Chance Time!
Ich lade dann einfach die Runde neu. Mario. Und ich, das war klar. Yeah, danke Mario. Mario muss 20 Münzen zahlen. Du leides kleines Opfer, Alter. Tja, tut mir leid, Leute, aber das musste jetzt raus, Alter. Da hat er wohl wirklich in die Scheiße gegriffen, unser Mario. Okay, jeder will den Gewinn haben und jeder will die Maschine wiederbeleben, aber... Tja. Nicht jeder schafft das. Okay, warte mal, wo geht's zum Star? Hier ist er nicht. Ich glaube, der ist da drüben. Ja, da drüben ist er. Korrekt. Wie komme ich jetzt dorthin? Da müsste ich gerade auslaufen. Und hier laufe ich nur zu Bowser, also gehe ich lieber dort lang. Also den Stern bekommt anscheinend niemand außer Luigi, wenn er Glück hat. Nächste Runde. Kanoneninsel. Wo der ja auch noch schon lange nicht mehr gespielt habe, das Gefühl. Jawohl. Okay. Bowser und seine dummen Einfälle. Captain Bowser ist deswegen auch nicht cooler. Und tschüss. Peach ist schon mal draußen. Und wer wird noch überleben? Okay, wir sind immer noch zu dritt. Na los, komm. Ich denke, du willst deine Wut an uns auslassen. Okay. Ich hätte gedacht, wenn er jetzt noch reingefallen wäre. Irgendwie durch Zufall, aber dann hätte sich das Spiel aufgehängt. Weil es nicht so programmiert wurde. Es wird ein Programmfehler. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kommt, dass ich Spiele überhaupt aufhänge. Vielleicht kann mir das einer von euch erklären. Also, wir beenden die Party in diesem Part, auch wenn es über 30 Minuten dauert. Dauert es mit Sicherheit nicht, aber... Mal gucken, wenn es über 25 Minuten dauert, Leute, muss ich den Part leider beenden. Weil so lange will ich jetzt auch nicht machen. Heiß, Luigi, da sollst du nicht drauf treten. Apropos, ich sehe schon seinen Sterndiebstahl kommen. Er wird nächste Runde klauen. Und schon wieder Bowsers Knallifalli. Fast immer das Gleiche. Ich bin sprachlos, Madame. Los geht's. Jeder will der Allerbeste sein. Aber das Komische ist, es ist noch gar keiner auf ein Bowserfeld getreten, ist mir aufgefallen. Finish. Und ich hab gewonnen. Okay. Alles klar, Mario. Was soll er machen? Nein. Okay. Alles klar, da werden sie alle wieder. Es ist wieder Zeit für Diebstahl. Wird es auch für mich jetzt bald Zeit zum Diebstahl. Oh je, da kommt Luigi. Aber dieses Mal bin ich ganz schön gemein.
Er wird schon seinen Sterndiebstahl bekommen, Leute, keine Sorge. Aber wer sagt denn, dass er von mir stehlen wird? Klar, von Mario. So geht's einfach, Leute, hä? So einfach geht's. Aber das war jetzt die fetteste Ausnahme überhaupt. Ich erlaube mir schon viel zu viel. Das ist genauso, als wenn ich bei in einem Betrieb blau machen würde und das mehrere Wochen lang. Das dürfte ich auch nicht. Okay, letzte Runde in diesem Part. Oh, Marios Big Band kam auch nicht mehr lange. Dann müssen wir den Part beenden. Ihr seht schon, es ist schon fast wieder über 21 Minuten. Und ich bin Trommler. Okay, ich habe keine einzige Note verpasst. Finish. Und das führt mich auch zum Sieg. So einfach ist es. Okay, Leute. In diesem Part, also im nächsten Part meine ich, werden wir diese Party beenden und werden sehen, wer ist der Allerbeste. Und dann wird eine neue Party anbrechen. Und zwar im, wie gesagt, letzten Spielbrett. Naja, das will ich nicht sagen. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, eure Bowser-Legende.